Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen bin und vor diesem Forum sprechen darf. Jetzt zum dritten Mal schon, nachdem ich in Leipzig auf den Typotagen sprechen durfte und dann mal in München beim Arbeitskreis Lesbarkeit. Was ich jetzt machen werde in der nächsten halben Stunde, ist was man eigentlich um diese Uhrzeit nicht machen sollte. Ich werde Sie mit Theorie belästigen, mit Erkenntnistheorie und Kommunikationstheorie. Ich möchte aber betonen, dass ich für die Uhrzeit nicht verantwortlich zu machen bin. Und was ganz schön ist, ist, dass der Vortrag, glaube ich, ganz gut an den Vortrag von Sabina Siegert anschließt, in vielerlei Hinsicht, wie Sie, glaube ich, sehen werden. Das macht es Ihnen und mir leichter. Wie Sie dem leicht veränderten Titel entnehmen können, habe ich mir erlaubt, meinen Vortrag etwas enger anzukoppeln an das Symposiumsthema, als das im Abstract angekündigt ist im Programm, weil es im Symposium ja um Typografie in der Wissensvermittlung geht und in dem Arbeitskreis. Und heute spezifisch um Beispiele didaktischer Typografie werde ich ein Feld thematisieren am Ende des Vortrags, in dem es zumindest vordergründig vor allem um Wissen und Wissensvermittlung geht, nämlich die Wissenschaft bzw. Wissenschaftsausbildung an den Universitäten. Dabei werde ich aber weiterhin, wie ich das angekündigt habe, im Abstract zu zeigen versuchen, dass Lesbarkeit, und ich meine hier Lesbarkeit in einem sehr anderen Sinn, breiter gefasst werden muss, als das häufig geschieht, und werde dies aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive zu begründen versuchen. Außerdem möchte ich, weil das ja ein zentrales Thema ist auf diesem Symposium, aber noch nicht so richtig reflektiert worden ist, das zentrale Konzept der Wissensvermittlung etwas genauer unter die Lupe nehmen und argumentieren, dass es zumeist und jedenfalls im akademischen Kontext nicht allein um Vermittlung von Wissen geht in einem übertragungstechnischen Sinn, sondern dass Wissen in einem jeweils spezifischen kulturellen Kontext vielmehr verhandelt wird und vielfach auch behauptet wird. Und deswegen bevorzuge ich den Ausdruck Wissenskonstruktion. Das werde ich auch begründen. Ich möchte nicht behaupten, dass das hier so intendiert ist. Aber die Metaphorik der Vermittlung im Wissensvermittlung könnte, ähnlich wie es noch schlimmer die beliebte Metapher des Wissenstransfers tut, implizieren, nahelegen, dass es bei der Didaktik darum geht, ein vorhandenes Wissen sozusagen von einem Kopf in einen anderen Kopf zu übertragen. So wie Sie hier sehen, der Gründervater der modernen Linguistik, Ferdinand de Saussure, das mit Blick auf Kommunikation vorgestellt hat. Gelungene Wissensvermittlung wäre demzufolge dann gegeben, wenn das Wissen möglichst unbeschadet beim Empfänger ankommt. Die Rolle von Texten wäre dabei, möglichst störungsfrei vom Sender zum Empfänger dieses Wissen zu transportieren. Typografie hätte somit die Aufgabe, einen möglichst ungetrübten Blick auf das zu geben, was eben jeweils vermittelt werden soll. Nicht zufällig erinnern solche Modelle des Wissenstransfers, die Kritiker, Wissenschaftstheoretiker wie Ian Hargreaves und Brian Wynne kritisch Defizitmodelle nennen, weil es von Wissensdefiziten ausgegangen wird, erinnern diese Modelle an simple Sender-Empfänger-Kommunikationsmodelle, etwa das immer noch bekannte kybernetische Modell von Claude Shannon, zu dem ich gleich kritisch was sagen werde, oder auch der gezeigte Kreislauf des Sprechens von Ferdinand de Saussure. Diesen Modellen zufolge besteht Kommunikation im Wesentlichen darin und ist dann erfolgreich, wenn eine Botschaft vom Kopf eines Senders möglichst unbeschadet in den Kopf eines Empfängers transportiert wurde. Dies in der Sprachwissenschaft inzwischen kritisch Rohrpostmodell genannte Vorstellung geht von der Annahme aus, Kommunikation bestünde darin, dass jemand eine Nachricht wie in einen Behälter verpackt, diesen dann über einen Kanal verschickt, der Text wäre so ein Behälter, Medien wären Kanäle, und an einen Empfänger dann, es ist auch diese Sender-Empfänger-Metaphorik immer noch sehr üblich, und der Empfänger packt sozusagen dann den Behälter aus und die Nachricht packt er aus, und wenn das gelungen ist, wenn er sie gepackt hat, dann ist Kommunikation gelungen. Erfolgreiche Kommunikation wäre dann dadurch bestimmt, dass die Nachricht sicher und unverändert beim Empfänger ankommt und der Empfänger in der Lage ist, dem Behälter die Nachricht zu entnehmen. Ja? Das heißt, der Verfasser ist es, der die Bedeutung eines Textes alleine bestimmt. Das ist die Vorstellung, der Leser muss einfach nur möglichst genau erkennen, was der Verfasser gemeint hat. Und wenn er erkennt, was der Verfasser gemeint hat, hat er den Text verstanden. So die Vorstellung. Und das Medium inklusive der materiellen Gestaltung, ja, Gestalt, Typografie, hat diese Nachricht möglichst unbeschadet zu transportieren, ohne sie zu stören. Ja, das ist sozusagen die Idee.
Das schlägt sich, das wissen Sie alle, in der typografischen Literatur deutlich nieder, diese Vorstellung, in einem Kommunikationsmodell, was ich das Transparenzdispositiv genannt habe. Das ist die Vorstellung, dass die Textgestaltung den Inhalt nicht stören dürfe, metaphorisch häufig ausgedrückt durch die Metapher einer Fensterscheibe, als die Textgestalt mit Blick auf den Textinhalt dienen soll. Eine Metapher übrigens, die ihren Ursprung in der antiken Rhetorik hat, im Perspicuitas-Ideal, Durchsichtigkeitsideal, die wir auch im Sprachpurismus haben zum Beispiel und die vor allem ab dem 17. Jahrhundert auch in der Sprachtheorie beliebt geworden ist. Ja, durchsichtige Sprache, Plain Style, Sprachpurismus. Ab etwa 1800 entwickelt sich das dann bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zur dominierenden Vorstellung in der typografischen Theorieliteratur, dieses Transparenzdispositiv, und das findet sich vielfach in der typografischen Literatur belegt, und Sie kennen das alle, ich nenne nur ein paar Beispiele. Stanley Morrison etwa schreibt, ich lese die deutsche Übersetzung von Kaflisch und Schwendt dazu: Die Typografie hat im Wesentlichen ein praktisches und nur beiläufig ein ästhetisches Ziel, denn nur selten will sich der Leser vornehmlich an einem gefälligen Druckbild erfreuen. Daher ist jede Satzgestaltung falsch, die sich gleich viel aus welcher Absicht zwischen Autor und Leser stellt. Hier wird die Textgestalt also ganz offensichtlich als etwas wahrgenommen, was zwischen Autor und Leser stehen kann und dann dort die Kommunikation stört. Noch deutlicher wird das Konzept bei, der Name ist gestern schon gefallen, Beatrice Ward, die von 1929 bis 1960 Pressesprecherin der Lansdowne Monotype Corporation war, deren typografischer Berater wiederum Morrison war. In ihrem berühmt gewordenen, auf einem Vortrag zurückgehenden, vor der British Typographers Guild, zurückgehenden Text mit dem bezeichnenden imperativen Titel Printing should be invisible, bezieht sich Ward unmittelbar auf die seinerzeit vorherrschende Rohrpost-Modelle. Shannon Weaver ist ganz deutlich zu erkennen, wenn sie etwas schreibt. Ich übersetze das: Reden, Senden, Schreiben und Drucken sind alles im Wortsinne Formen der Gedankenübertragung, und es sind die Fähigkeit und der Eifer, den Gehalt des Geistes zu übermitteln und zu empfangen, die nahezu alleine für die menschliche Zivilisation verantwortlich sind. Wenn Sie dem zustimmen, fährt sie fort, werden Sie meiner Hauptthese zustimmen, dass nämlich die wichtigste Aufgabe gedruckter Texte ist, dass sie Gedanken, Ideen und Bilder von einem Geist zum anderen übertragen. Hier haben Sie sehr explizit diese Rohrpost-Metaphorik. Dieses Postulat können Sie als das Eingangstor zur Wissenschaft der Typografie betrachten, schreibt sie. Das heißt, Kommunikation wird mit Ideen- oder Gedankenübertragung gleichgesetzt. Entsprechend ist die Konsequenz für die Gestaltung: Der Buchtypograf hat die Aufgabe, ein Fenster zu errichten zwischen dem Leser im Zimmer und jener Landschaft, die die Worte des Autors sind. Hier haben Sie die Fensterscheiben-Metaphorik sehr explizit. Auch in der deutschsprachigen Gestaltungstheorie finden wir dieses Transparenzdispositiv sehr dezidiert. Auch das wissen Sie alle. Zwei gleichermaßen einflussreiche wie streitbare Theoretiker kann man als Beispiel heranziehen, nämlich Jan Tschichold und Otel Eicher. Tschichold schreibt: Gute Typografie ist, wie ein idealer Diener gewesen sein mag, da und doch nicht bemerkbar, unauffällig, aber eine Voraussetzung des Wohlbefindens. Lautlos, geschmeidig, unsichtbar, muss man sagen. Und Eicher: Die wahre Kunst besteht darin, die Schwierigkeiten auszuräumen, die eine lesbare Typografie, einer Typografie als Kommunikation im Wege stehen. Merken Sie sich Kommunikation hier, weil ich darauf zurückkomme, was hier unter Kommunikation verstanden wird. Ja, Kommunikation ist hier Informationsübertragung und sonst nichts. Selbst Typografen, die dieser Idee sehr kritisch gegenüberstehen und sie auch kritisiert haben, wie etwa Erik Spiekermann und Hans-Peter Wilberg, sehen die Gestaltung grundsätzlich als potenzielle Gefahr für das, was sie gestaltet, den sogenannten Inhalt. Spiekermann spricht in dem Zusammenhang von Manipulation des Wortinhalts, das ist eine sehr starke Metaphorik, und Wilberg-Forstmann, ich vermute, das ist von Wilberg, von Ablenkung und Störung. Die hier verwendete Metaphorik, Manipulation, Störung, Ablenkung, Inhalt auch, ja,
steht in der Tradition dieses Transportmodells von Kommunikation, das, wie erwähnt, auch der verbreiteten Konzeption des Wissenstransfers zugrunde liegt und durch Wissensvermittlung jedenfalls suggeriert werden kann. Wenn man dem folgt, dann hätte Typografie in der Wissensvermittlung vor allem die Aufgabe, Wissen transparent darzustellen und die vermittelten Inhalte jedenfalls nicht zu stören. Dass dies aber in jeder Hinsicht viel zu kurz greift, darauf hat mit Blick auf Kommunikation, komme ich jetzt gleich drauf, die moderne Kommunikationstheorie hingewiesen und mit Blick auf Wissen die Wissenssoziologie und Wissenstheorie. Denn aus kommunikationstheoretischer Sicht sind das Rohrpostmodell und die darauf basierende Konzeption von, auch von Lesbarkeit und Verständlichkeit aus mehreren Gründen problematisch. Zunächst deswegen, weil sie Kommunikation über Gebühr simplifizieren. Denn Kommunikation ist keine Einbahnstraße von einem Ursprung, dem Autor, zu einem Ziel, dem Leser. Und Rezipienten dekodieren nicht einfach eine fertig verpackte Nachricht, sondern sie interpretieren sie, das haben wir auch gesehen in vielen Vorträgen, aufgrund ihres Vorwissens und ihrer Annahmen in einer spezifischen Art und Weise, die nicht mit der Intention des Autors identisch sein muss. Das ist ganz wichtig. Menschliche Kommunikation ist also ein sehr viel komplexerer Prozess, als es das Rohrpostmodell darstellt. Vor allem ist es ein wechselseitiger Prozess. Genauer, Kommunikation ist ein interaktiver Prozess, wie wir sagen, in dem verschiedene Beteiligte, Sender, Empfänger oder besser sozusagen Akteure, Sprecherinnen, Sprecher, Schreiberinnen, Schreiber, auf der Grundlage ihrer Vorannahmen und ihrer Erfahrungen Verständigung suchen und dabei Sinn aushandeln. Ja? Und das ist auch bei Texten der Fall, darauf komme ich. Verstehen heißt dabei nicht, dass ich als Hörer und oder Leser genau das dekodieren kann, was der Sprecher oder Schreiber kodiert hat, sondern dass ich seine sprachliche Handlung sinnvoll deuten kann. Und das ist das etwas ganz anderes. Und das kann nämlich auch in einer Art und Weise geschehen, die sicher von der vom Sprecher und Schreiber gewünschten Interpretation vorbeigeht. Etwa wenn eine sinnvolle Deutung für mich ist, dass der Sprecher oder Schreiber mich bloß beeindrucken will. Dann habe ich einen Text vielleicht verstanden, aber nicht so, wie es der Schreiber will. Ja? Das heißt, ich habe einen Text nicht dann verstanden, wenn ich genau das herausgeholt habe, was der Autor hineingesteckt hat, sondern dann, wenn ich ihn sinnvoll in meine Lebenswelt einordnen kann, aufgrund meines Wissens also sinnvoll deuten kann. Das heißt, Texte haben verschiedene gleichberechtigte Lesarten, das wissen wir alle aus unserer Alltagserfahrung und das gilt, wie wir wissen, selbst für so strikt darstellende Texte, wie es Gesetzestexte sind, das zeigen die Gesetzeskommentare. Und diese Lesarten bauen eben auf das Vorwissen der Leserinnen und Leser auf, die die Texte lesen. Das hat, und das schließt sehr schön an den Vortrag gestern von Rosa die Hein, eine gerade fertiggestellte Dissertation von Ilse Postner, die nächste Woche verteidigt wird, zu Geschichtsschulbüchern sehr deutlich gezeigt. Also Ilse Postner hat Geschichtsschulbücher untersucht im Themenbereich Kolonialismus, mehrere österreichische, und hat dort sozusagen ethnografisch untersucht, wie die Schülerinnen und Schüler das verstanden und interpretiert haben, durch Rollenspiele, durch Interviews und ethnografische Verfahren. Und sie zeigt dort, und das zeigt auch sozusagen, bestätigt auch die Befunde, die wir gestern gehört haben, dass die Schülerinnen und Schüler die Inhalte des Schulbuchs mit ihrem Weltwissen verknüpfen und so Lesarten bilden, zum Beispiel zu aktuellen Migrationsdiskursen. Und das sind Klassen mit hohem Migrationsanteil gewesen. Und großteils entgegen der Intention der Schulbuchautorin den Kolonialismus als gerechtfertigt bewerten, da die Kolonisatoren als geistig und kulturell überlegen wahrgenommen werden. Ja, das liegt auch an der Gestaltung. Das kann man auch deutlich herausarbeiten, welche Bilder gewählt wurden und so weiter, aber es hat auch mit dem Weltwissen zu tun. Aufgrund solcher Einsichten spricht man in der modernen Kommunikationstheorie davon, dass Bedeutung in der Interaktion gemeinschaftlich hergestellt wird oder co-konstruiert wird, wenn Sie es fachsprachlich wollen, also nicht schon vor der Kommunikation existiert und nur durch die Kommunikation vermittelt werden muss. Und das gilt auch für Schriftkommunikation, das wissen wir aus der kognitiven Linguistik, das ist auch schon angesprochen worden, Wahrnehmungspsychologie, in deren Forschungen die Rolle der Leser und ihr Vorwissen beim Aufbau des Textverständnisses vielfach betont und empirisch auch fundiert worden ist. Dazu ein schönes Zitat, wie ich finde, von Wolfgang Schnotz, Professor für allgemeine und pädagogische Psychologie in Universität Koblenz-Landau. Er schreibt,
Zusammenfassend dazu, Psychologie und kognitive Linguistik gehen davon aus, dass ein Leser einem Text keine Bedeutung entnimmt. Er konstruiert vielmehr diese Bedeutung anhand des Texts unter Rückgriff auf sein Vorwissen. Je nach Vorwissen, aber auch Zielsetzungen und Erwartungen des Lesers, kann das Konstruktionsergebnis unterschiedlich sein. Ein Text ist demnach nicht Träger von Bedeutung, er dient vielmehr als Auslöser für mentale Konstruktionsprozesse, die teils von der externen Textinformation, teils von der internen, semantischen Gedächtnis gespeicherten Vorwissensinformation angeleitet werden. Diese Konstruktionsprozesse führen zum Aufbau einer mentalen Repräsentation, wie man das dann nennt in der kognitiven Linguistik, des im Text beschriebenen Sachverhalts, was subjektiv als Erfassen der Textbedeutung erlebt wird. Ja, das heißt, genau diese Prozesse. Der hier geschilderte Prozess des Textverständnisaufbaus wird gesteuert von sogenannten Lesbarkeitshinweisen, wie das Heiko Hausendorf, Wolfgang Kesselheim genannt haben. Diese Hinweise, zu denen auch typografische Gestaltung gehört, aktivieren sozusagen bestimmte Wissensvorräte der Leserinnen und Leser und gehen so in die Hypothesenbildung mit ein. Und dazu gehören genau diese typografischen Dispositive, über die wir gesprochen haben. Das sind, ich nenne das Genrehinweise, das sind Kontextualisierungshinweise im linguistischen Sinn, die Wissen unterschiedlicher Art und Weise aktivieren und Hypothesen darüber, was das für ein Text ist, den man vor sich liegen hat. Das heißt, ein gut lesbarer Text in diesem Sinne ist, und ich rede nicht über Leserlichkeit wohlgemerkt, ein gut lesbarer Text ist demnach kein möglichst leicht zu dekodierender Text, sondern einer, der eine bestimmte Leserin, einen bestimmten Leser dazu bringt, sinnvolle Hypothesen zu bilden, Hypothesen bilden zu können, beziehungsweise in einer bestimmten Art und Weise mit dem Text in einen Dialog treten zu können. Darum geht es. Und das heißt manchmal durchaus auch Widerspruch zu provozieren gegenüber dem, was im Text gesagt wird. Ganz fundamental ist das bei wissenschaftlichen Texten der Fall, die im Sinn des in Wien geborenen Wissenschaftstheoretikers Karl Popper nur dann gut sind, wenn sie zum Widerspruch einladen. Ja, das ist, finde ich, ein zentrales Zitat für jeden Wissenschaftler. Wer sich nicht dem Widerspruch aussetzt, hat nichts, nicht verstanden, was Wissenschaft ist. Und Popper sagt, Wissenschaft bringt keine Erkenntnisse, sondern sie lädt zum Streiten ein. Die Aktivierung durch Lesbarkeitshinweise geschieht aber, und das haben wir auch schon gehört in vorherigen Vorträgen, in sehr komplexer Art und Weise, die eben nicht auf einfache Formeln zu bringen sind. Man versucht das immer wieder, aber es ist sehr, sehr schwierig. Das hat auch mit der Angemessenheit zu tun, mit dem Kontext zu tun. Das hängt damit zusammen, dass das Zusammenspiel verschiedener Gestaltungselemente und der Textargumentation sehr komplex ist und zweitens damit, dass die Person des Lesers, die Situation, in der gelesen wird, die Vorerwartung, die eingeschlagene oder zur Verfügung stehende Lektürestrategie, all das eine gewichtige Rolle spielt, die in Experimenten nicht kontrollierbar ist. Das können Sie experimentell nicht nachweisen. Das ist sozusagen methodologisch nicht möglich. Norbert Gröben, schon genannt, der Psychologe, Albert-Jan Pohl hat darauf hingewiesen und tatsächlich richtig vorausgesehen, dass ich den bringen werde, kurz, hat bereits in den 80er Jahren darauf hingewiesen, dass die Behaltensleistung von weniger kompetenten Lesern mit zunehmender Einfachheit sozusagen, verbaler Vorstrukturierung, einfache Satzstrukturen, abnehmende lexikalische Varianz, das heißt keine Fremdwörter, kurze Sätze und so weiter, dass die Behaltensleistung zwar zunimmt bei weniger kompetenten Lesern, dass der Effekt aber bei kompetenten Lesern genau umgekehrt ist. Je einfacher der Text, desto weniger behalten sie. Woran liegt das? Das liegt daran, das haben wir auch das Schlagwort schon gehört, dass die Leserinnen und Leser nicht aktiviert, nicht motiviert werden, sich mit dem Text auseinanderzusetzen. Dass sie keine mentalen Modelle aufbauen des Textes. Das heißt, dass mitunter gerade formal herausfordernde Texte die Lesbarkeit bei bestimmten Lesern steigern können. Ja? Lesbarkeit im Sinne des, was behalten wird, was verstanden wird. Weil eben die Leser dadurch, sofern sie nicht überfordert werden, stärker aktiviert werden in diesem interpretativen Prozess. Sogenannte Lesbarkeitstests, die eigentlich Leserlichkeitstests sind, aber immer Lesbarkeitstests genannt werden, wie sie vor allem ab in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurden, konnten zwar dann vielleicht zeigen, dass bestimmte Gestaltungsformen eine schnelle Lektüre befördern, aber daraus lässt sich eben nicht kausal schließen, dass die Gestaltungsformen auch die Lesbarkeit erhöhen. Also das heißt, was wie Gröben auch festhält, messen diese Tests höchstens Leserlichkeit im Sinn von
dem, was Albert-Jan Pohl vorgestellt hat, aber in keinem Fall Lesbarkeit. Ja. Und mit Blick auf Textauszeichnungen, das vermutet Gröben an der Stelle nur, da gab es relativ wenig Studien zu der Zeit, vermutet er jedenfalls wenigstens ähnlich gegenläufige Effekte, das heißt zu viele, zu starke Codierungen, Auszeichnungen können die kognitive Aktivierung von Lesern hemmen, ja, aber auch das ist wiederum abhängig von Lesegewohnheiten und Vorwissen. Also das sind alles Dinge, die wichtig sind, was aber noch hinzukommt, und das ist mir sehr wichtig als Soziolinguist, und ich beziehe mich hier wieder auf einen Wiener, den Sprachpsychologen Karl Bühler, übrigens der Lehrer von Karl Popper. Wie Karl Bühler bereits in den 1930er Jahren festgestellt hat, ist Sprache mehr als ein Werkzeug, um jemandem etwas über die Welt mitzuteilen. Also um Inhalte zu transportieren. Wenn wir sprechen, teilen wir immer auch etwas über uns selbst mit und darüber, was wir vom anderen wollen, über soziale Beziehungen. Für Lesbarkeit heißt das, dass nicht nur Inhalte lesbar sind und gelesen werden, sondern auch soziale Zusammenhänge gelesen werden aus Texten, die nicht in den Texten drinstehen. Und das ist für das Verständnis der Texte wichtig. Wir haben Beispiele schon davon gesehen in vorherigen Vorträgen. Das heißt, ein Text ist auch insofern lesbar, dass wir daraus sozusagen Hypothesen bilden können, wer diesen Text geschrieben hat, in welchem sozialen Zusammenhang dieser Text steht, welches Genre das vielleicht ist und was der Text von uns will. Ja, das ist alles Bestandteil von Lesbarkeit, wenn man Kommunikation nicht auf Informationsübermittlung reduziert. Und das ist für die Wissenskonstruktion wichtig und das möchte ich im nächsten, letzten Teil des Vortrags begründen. Wenn auf der Grundlage dessen, was ich ausgeführt habe zum Lesen von Texten in diesem verständnisorientierten Sinn, interpretativen Sinn, können wir festhalten, Wissen wird in Texten nicht nur übermittelt, es wird auch aktiviert und hergestellt. Man könnte sagen, erfolgreiche Didaktik ist gelungene Wissensintegration. Das heißt, ein sinnvoller Anschluss von neuem Wissen an vorhandenes Wissen. Nicht einfach Wissen wird in einen leeren Behälter geworfen. Dabei sind Leserinnen und Leser, wie ich ausgeführt habe, aktiv beteiligt an der Konstruktion des jeweiligen Wissens. Wie die Wissenschaftstheorie mit Blick auf die Wissenschaft ausgeführt hat und den Erfolg oder Misserfolg von wissenschaftlichen Theorien, ist dabei vor allem wichtig, nicht die Qualität der Theorie, sondern dass sich das neue Wissen mit dem vorhandenen sozusagen gut verträgt. Das ist das Entscheidende, das sagen alle Wissenschaftstheoretiker. Das entscheidende Konzept dabei ist Plausibilität. Von lateinisch plaudere, klatschen. Haben Sie noch in Applaus, applaudieren. Wissensvermittlung kann nur klappen, wenn das Wissen den Adressaten plausibel, beifallswürdig erscheint. Und das ist, wie der Logiker und Erkenntnistheoretiker Charles Peirce bereits im 19. Jahrhundert ausgeführt hat, dann der Fall, wenn das Wissen anschlussfähig an geteilte Annahmen, Shared Beliefs, wie er sagt, Normen und Werte ist. Solche geteilten Annahmen, Normen und Werte nun aber gibt es auch hinsichtlich der Gestaltung von Texten. Das nenne ich das grafische Wissen. Und grafisches Wissen haben nicht nur Typografen, sondern alle Leserinnen und Leser haben eine Form von grafischem Wissen sozialisiert. Damit meine ich, dass wir aufgrund unserer Lesesozialisation mit bestimmten grafischen Gestaltungsformen bestimmte Erwartungen verbinden hinsichtlich der Textsorte, das haben wir gesehen, die wir vor uns haben, hinsichtlich der Verfasserinnen und Verfasser, ihrer sozialen Hintergründe und so weiter. Das heißt, so wie wir uns aufgrund der Stimme, der Körperhaltung, des Dialekts eines Gegenübers Vorstellungen über die Person machen, mit der wir es zu tun haben, machen wir uns aufgrund der Darstellung von Texten über Texte und die damit verbundenen Personen Vorstellungen. Die Soziolinguistik spricht in diesem Zusammenhang, ebenfalls im Anschluss an Charles Peirce, von der Indexikalität von Kommunikation, weil uns die Form der Kommunikation wie ein Index sozusagen auf bestimmte Vorannahmen hinlenkt, aus denen wir Hypothesen bilden. Und deswegen trägt die typografische Gestaltung eines Textes zur Wissenskonstruktion auch dadurch bei, und das ist jetzt eigentlich nur das, was eh schon gesagt wurde, auch von Sabina Siekert vor allem, dass sie uns einen Text in einem bestimmten Zusammenhang plausibel erscheinen lässt oder nicht plausibel erscheinen lässt. Eben weil wir über den Textinhalt hinaus aus der Gestaltung Dinge ablesen,
aufgrund unserer Sozialisation, die das uns präsentierte Wissen uns sinnvoll, nachvollziehbar, glaubhaft erscheinen lassen oder eben nicht. Ja, zum Beispiel, ist das denn ein Text, aus dem wir als Zeitung lesen können? Das möchte ich ganz zum Schluss in meinem, komme ich jetzt zu dem Beispielfall illustrieren mit Blick auf akademische Texte, und zwar auf solche, in denen es gewissermaßen um Wissensrückspiegelungen geht, nämlich mit Blick auf Seminararbeiten. Seminararbeiten sind Texte, die in denen, wie es mein sehr geschätzter Kollege Fritz Hermanns einmal ausgedrückt hat, Novizen, die Studierenden, so tun, als seien sie Experten. Und Experten, die Dozierenden, ein Stück weit so tun, als seien sie Novizen, nämlich Leser. Das stimmt nicht ganz, weil sie auch benoten. Dabei wird also nicht nur Wissen in Seminararbeiten zu einem ausgewählten Thema präsentiert, sondern es wird auch Expertentum zelebriert in Seminararbeiten, so wie das auch in den Texten der Fall ist, die die ausgewachsenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schreiben. Dort wird nicht nur Wissen präsentiert, es wird Expertentum zelebriert. Ja. Und bei der Bewertung kommt es nicht nur darauf an, ob das Wissen sozusagen korrekt dargestellt ist in den Texten, sondern auch, ob die Expertenzelebration plausibel ist. Und zu dieser Expertenzelebration gehört die Verwendung eines ganz bestimmten sprachlichen Stils, den die Studierenden in ihrem Studium meist leider nur durch Nachahmung erwerben, wie Thorsten Steinhoff in seiner Dissertation zum Erwerb wissenschaftlicher Schreibkompetenz von Studierenden betont, dient dieser wissenschaftliche Stil nicht nur dazu, Wissen möglichst präzise darzustellen, sondern auch, Zitat, als Erkennungszeichen wissenschaftlicher Autorität. Als Gruppensprache, schreibt er, hat die Wissenschaftssprache nicht nur eine Darstellungs-, das bezieht sich wieder auf Karl Bühler, sondern auch eine Ausdrucks- und Appellfunktion. Mit ihr weist sich der Schreiber als Wissenschaftler aus. Die Wissenschaftssprache ist zugleich Signal, ein Appell an den Leser, dem vermittelt wird, dass der Text einem wissenschaftlichen Kontext zuzurechnen ist. Das sind sozusagen diese Lesbarkeitshinweise auf jenseits der reinen Textinformation. Und das ist genau die Indexikalität, von der ich gesprochen habe. Deswegen ist die Form der wissenschaftlichen Arbeit auch so wichtig. Und nach Meinung von Fritz Hermanns, ein sehr schönes Zitat, manchmal etwas zu wichtig. Es gehört aber nicht nur der sprachliche Stil dazu, sondern auch die Typografie der Seminararbeiten. Studierende werden angehalten, in ihren Arbeiten Gestaltungsmerkmale zu verwenden, die sich über einen langen Zeitraum als besonders typisch für wissenschaftliche Texte etabliert haben. Fußnoten zum Beispiel, Tabellen, Schemata, Literaturverzeichnisse, eingerückte Zitate und so weiter. Weiterhin werden sie dazu angehalten, eine möglichst, wie es so oft heißt, neutrale, seriöse Gestaltungsform zu wählen, eine Form, in der das vorhin erwähnte Transparenzdispositiv eine ganz hervorragende Rolle spielt. Und wir werden gleich sehen, dass das brisanterweise auch sehr stark erinnert an diese Leitlinien für leichte Sprache. Das sieht man, wenn man sich Leitfäden anschaut für die Gestaltung von Seminararbeiten, studentischen Arbeiten. Das haben die meisten, jedenfalls geisteswissenschaftliche Institute, haben solche Leitlinien. Hier sehen Sie zwei, an denen ich zufällig mitgearbeitet habe, was sie nicht besser macht. Das ist Wien und Zürich für die Sprachwissenschaft und die Germanistik. Und was ich gemacht habe, ich habe mir diese Leitfäden, habe mir eine Reihe von solchen Leitfäden angeschaut aus der Germanistik. Das heißt, Wien ist da nicht dabei, das ist Sprachwissenschaft. 50 Leitfäden von 35 verschiedenen deutschen und Schweizer Universitäten habe ich mir angeschaut, auf hinsichtlich dessen, was sie denn so verlangen, hinsichtlich Gestaltungsmerkmal. Interessant. Die Analyse zeigt nicht nur, dass es mit, wenn ich das so sagen darf, den typografischen Kenntnissen der meisten Kolleginnen und Kollegen nicht sehr weit her ist, wie Sie gleich sehen werden, sondern auch, und in dem Hintergrund, deswegen sage ich das paradoxerweise, dass die Mehrheit dieser Leitlinien unglaublich pedantisch ist und preskriptiv, wenn es um typografische Vorgaben geht, und dass sie sehr stark Vorstellungen einer neutralen, transparenten Typografie propagieren. Und das sieht man zum Beispiel an den Vorgaben zur Schriftwahl. 33 Leitfäden von den 50, die ich mir angeschaut habe, schränken explizite Schriftwahl ein. 17 verlangen sogar eine bestimmte Schrift. Sie können sich denken, welche dann kommen. 9 verlangen Times New Roman. 6 erlauben
die Auswahl zwischen Arial und Times New Roman, eines zwischen Arial, Helvetica oder Times New Roman, ein anderes zwischen Times New Roman oder Calibri, das neuere. 15 Leitfäden sind nicht ganz so strikt, aber empfehlen immerhin nachdrücklich Times New Roman, Arial oder ähnliche Schriften. Nur ein einziger Leitfaden gibt ausführliche Erläuterungen dazu, warum bestimmte Schriften besser sind und rät dann grundsätzlich, ohne das Wort schreiben zu wollen, dazu, doch eher Serifenschriften zu verwenden. Ja? Serifenschriften. Nehmen Sie irgendeine Serifenschrift lieber als eine serifenlose Schrift. Das ist sozusagen der, das am weitesten aufmacht. Begründungen dafür werden selten gegeben. Das heißt also einfach, nehmen Sie Times New Roman. Wenn aber Begründungen gegeben werden, dann wird meistens mit besserer Lesbarkeit argumentiert. Ein Leitfaden ist in der Hinsicht besonders deutlich und aufschlussreich. Das heißt dort, der Sinn des Layouts besteht bei wissenschaftlichen Arbeiten darin, ein möglichst hohes Maß an Leserfreundlichkeit zu erzielen. Das Layout hat also keinen Selbstzweck, sondern dient ausschließlich dazu, den vermittelten Inhalt zu transportieren. Daraus ergibt sich vor allem eine Anforderung an das Layout, es sollte möglichst so unauffällig wie möglich sein, damit es nicht vom Inhalt ablenkt, sondern im Gegenteil zu ihm hinführt. Generell sollte daher mit Textformatierungen sparsam umgegangen werden. Ein gutes Layout tritt hinter den Inhalten völlig zurück. Je zurückhaltender und schlichter es ist, desto besser. Derselbe Text macht klar, ist ja ausführlich begründet, wenn Sie keine Times-Schrift haben, wie Sie die meisten Textverarbeitungsprogramme als Standardeinstellung haben, nicht verwenden wollen, sollten Sie dennoch eine möglichst ähnliche Schrift verwenden. Auch hier gilt, Abweichungen von üblichen sind eher von Nachteil als von Vorteil. Und mit dem optischen Gesamteindruck leidet, auch wenn es ungerecht ist, zugleich unweigerlich der Seriositätseindruck, ein Aspekt, dessen Bedeutung man nicht unterschätzen sollte. Das heißt im Klartext, der Text warnt die Studierenden recht deutlich, dass sie mit einer expressiven Typografie nicht ernst genommen werden, sprich schlechter benotet werden. Generell plädieren die Leitfäden, das sehen Sie, sehr stark für standardisierte, klare und konventionelle Gestaltung, jedenfalls was Sie darunter verstehen. Dabei sind die sogenannten, was man früher Core Fonts genannt hat, oder auch die, sozusagen die Standardschriften der jeweiligen Betriebssysteme, werden grundsätzlich als neutral und lesbar eingeschätzt. Und wenn sie so weit auseinander liegen wie Arial und Times New Roman. Diese neutrale Typografie wird häufig, das ist ein anderes, aus einem anderen Text, direkt mit wissenschaftlichem Schreiben gleichgesetzt. Hier heißt es, akademisches Layout ist sauberes und klares Layout. Und seriöses Layout, das heißt solches, das die Fakten nicht verstellt, charakterisiert seriöse Personen, die Wissenschaftler. Ja, ernsthafte Personen machen ernsthaftes Layout. Was hier passiert, zumindest sehen sich Wissenschaftler ja gern so, was hier passiert, wird in der Soziolinguistik Authentifizierung genannt, das heißt die Konstruktion eines authentischen Standpunktes. Wir gehen davon aus in der Soziolinguistik, dass es Authentizität nicht gibt als Zustand, sondern es ist eine soziale Bedeutung, die wir herstellen in unserer Kommunikation. Wir wollen möglichst authentisch sein. Man könnte sozusagen, mit was auch immer als authentisch gilt, und man könnte sagen, authentische Wissenschaftler produzieren typografisch durchsichtige Texte, gleich fertig, durchsichtige Texte oder jedenfalls glauben sie, dass sie das tun. Oder etwas weniger polemisch ausgedrückt, die Plausibilität von Texten, und ich finde, das ist eine Qualität, ich will das nicht kritisieren, die Plausibilität von Texten und damit auch der Erfolg der Wissenskonstruktion hängt auch an der Gestaltung, und zwar nicht nur, was die Lesbarkeit der Inhalte angeht, sondern auch, was die Lesbarkeit der Personen, der Standpunkte und der zugeschriebenen Expertise angeht, die diesen Textkontext und die Interpretation rahmen. Insofern ist Typografie, auch wenn es um Wissenskonstruktion, Wissensvermittlung geht, vielfach auf verschiedenen Ebenen lesbar und eben nicht nur hinsichtlich des Inhalts der Texte. Und selbst wenn sie unsichtbar sein will, ist sie in dieser Hinsicht jedenfalls nicht zu übersehen, ja, in der Kommunikation. Ich schließe mit einem natürlich satirisch gemeinten Beispiel, was Sie vielleicht kennen, dass diese Vorstellung nochmal ex negativo sozusagen demonstriert, und das in Wissenschaftssatiren finden Sie sehr stark diese sozusagen Vorstellung umgekippt. Ja, also es heißt hier,
bei diesem Font, A Piece of Your Professor, by using this font for extra long reports and essays. Und ich deutlicher, es ist sozusagen das Abstract meines Vortrags. Vielen Dank für euch. Auf wunderschöne Art und Weise schließt sich damit der Kreis zu dem, was in der Ankündigung deines Vortrages steht, dass Lesen immer mehr ist als nur das Lesen des konkreten Textes. Man kann an der Stelle das Wort Lesen auch mit Typografie ersetzen, weil Typografie eben genau das Gleiche macht auf der anderen Seite. Gibt es Fragen an Jürgen Spitzmüller? Was Sie sich jetzt für diese Regulierung von studentischen Arbeiten interessiert haben, gibt es da einen hohen Bedarf, die studentischen Arbeiten zu regulieren? Weil ich könnte mir vorstellen, die stellen sonst was an mit ihren Computern. Ja, ja. Es gibt natürlich rein ganz praktische Gründe. Die Textlänge soll natürlich kontrolliert werden, deswegen heißt es auch immer 1,5 Zeilenabstand. Und die Ränder sind ganz genau vorgegeben, 2,5 links, 2,5 rechts. Und das Argument der Kollegen ist immer, wir wollen, dass die Texte gleich lang sind, deswegen sollen die alle die gleiche Schrift nehmen und die gleiche Schriftgröße nehmen. Ist schwierig natürlich. Ich meine, ich habe dann auch gesagt, ja, warum zählen wir nicht einfach Zeichen zum Beispiel? Sie wollten Wörter zählen, haben gesagt, ja, was ist mit englischen Texten, deutschen Texten und so, zählen wir Zeichen. Solange wir keine chinesischen Texte bekommen, geht das. Das ist meistens das Argument, ja, das ist sozusagen die Vergleichbarkeit der Längen. Aber ich glaube, das kann man auch anders messen. Aber ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass man das Gefühl hat, Wissenschaftstexte sollen halt so langweilig aussehen, also sie sollen so neutral aussehen, wie man das ausdrückt. Und das hat auch was für sich. Also es hat was für sich, weil die Studierenden und Wissenschaftler müssen sich ja einüben in einem bestimmten Stil. Und ich glaube, und das ist, ich glaube, ein unterschätzter Bereich von möglicherweise von didaktischer Typografie, das gilt nicht nur für Wissenschaft. Ja, also das Einüben von Stilen geht weit über Sprache hinaus, das muss auch die Gestaltung betreffen. Und es ist immer zweischneidig. Man kann sagen, es ist so ein bisschen wie die Sprachbarrieren-Diskussion in den 70er Jahren, wo es geheißen hat, alle sollen möglichst Hochdeutsch lernen, damit sie sozial erfolgreich sind, was ein unglaublicher Fehler war, weil es zu wahnsinnigen Psychosen geführt hat. Die Frage ist sozusagen, also es braucht sozusagen ein Bewusstsein dafür, über was typografische Varianz ist. So wie wir ein Bewusstsein für sprachliche Varianz brauchen, bräuchten wir ein Bewusstsein für schriftliche Varianz und dass es eben nicht egal ist, wie wir einen Text gestalten. Idealerweise müssten die Studierenden in der Lage sein, das dann zu brechen und zu sagen, aber ich weiß es doch, wie es eigentlich aussieht, aber ich möchte jetzt darüber hinausgehen. Das heißt, ich möchte das nicht unbedingt sozusagen als problematisch darstellen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir tatsächlich Texte als geformte Gestalten wahrnehmen. Und die geformten Gestalten uns sehr viel dazu, in unserer Interpretation sehr viel beitragen dazu, wie wir Texte lesen. Ich glaube, das ist so ein impliziter Grund. Gibt noch eine zweite. Ja, also ich habe nur eine zweite Frage. Fand ich ein toller Vortrag. Es sieht ja nun so aus, wie wenn im wissenschaftlicher Fall, das quasi so bleiben soll, wie es ist, nämlich neutrale Texte, wie Sie schon gesagt haben, einfache Formulierung, während wenn man jetzt Grafikdesign studiert, dann ist das quasi genau die andere Richtung. Wenn man da irgendwas abgibt, dann expandiert es ja quasi ins Gegenteil. Soll möglichst gefällig sein, möglichst gewisse Eigenart haben, ein bisschen auffällig sein, also quasi genau das Gegenteil. Das heißt, mit anderen Worten, man könnte auch sagen, das Universum explodiert sozusagen. Ne? Das bricht auseinander. Ja. Und die Frage wäre natürlich, wie schafft man, dass das beide aber letztlich wieder zusammenkommt? Ja, also das ein Problem ist, also ich glaube, der Unterschied liegt natürlich daran, dass im gestalterischen Bereich die Leute mit ihren Abschlussarbeiten ja auch zeigen müssen, dass sie gestalten können, was jetzt nicht zu den primären Aufgaben jetzt bei der Sprachwissenschaft zählt. Ich habe bei meiner Habilitation, muss ich sagen, schon auch gedacht, ich schreibe eine Habilitation über Typografie, muss schon schauen, dass alle Ligaturen an Morphemgrenzen aufgelöst sind und so. Ich darf mir da keine Fehler erlauben. Ja, wenn man über das Thema schreibt, sollte man zumindest, also ich kann nicht über eine Sprache schreiben und dann irgendwie ständig Fehler machen in der Sprache, die ich schreibe. Ich glaube, was es braucht, wäre schon so eine Einbindung ins Curriculum. Das betrifft nicht nur Seminararbeiten, das betrifft auch Präsentationen.
Slides, ob man die braucht und wie man die braucht. Ich kann es für den Gestaltungsbereich nicht sagen. Ich glaube, was es in der Wissenschaft generell, aber das wissen Sie alle, es ist halt einfach ein Mangel an Kompetenz. Also wir haben wenig Kompetenz dafür. Ja, das heißt, wir wurschteln uns selber so durch. Dummerweise müssen wir unsere Bücher auch noch selber gestalten inzwischen, weil die Verlage uns das nicht mehr machen. Also das heißt, das ist ein ganz großes Problem, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Es fehlt an Expertise. Hm. Ressourcenbedingt. Ja, genau. Die Expertise wäre ja da. Und es gibt viele Leute, die es mit herbeiführen können. Die Frage ist, wie schaffen wir das, in diese Richtung zu kommen? Ganz herzlichen Dank für diesen furiosen Vortrag.